Der heutige Gedenktag des heiligen Irenäus führt uns weit in die frühe Zeit des Christentums zurück, in die Anfänge der Kirche. Irenäus stammte aus Kleinasien. Er wurde wahrscheinlich zwischen 135 und 140 in Smyrna in der heutigen Türkei geboren. Er war Schüler des heiligen Polykarp, der selber noch den Apostel Johannes gekannt hatte. Und der Name Irenäus kommt aus dem Griechischen und heißt auf Deutsch der Friedliche. Und in der Tat war Irenäus ein Mann des Friedens. Sein Name war für ihn gleichsam Programm. Mehrfach ist es ihm in seinem Leben gelungen, durch seine Interventionen, sein Verhandlungsgeschick und seine Integrationskraft kirchliche Streitigkeiten beizulegen und Frieden und Versöhnung zu bewirken. Wir können also sagen, der heilige Irenäus hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Und auch wenn er in Kleinasien geboren war, lag der Schwerpunkt seines Lebens und Wirkens nicht dort, sondern weit entfernt im römischen Gallien, nämlich in der Stadt Lyon. Wir wissen nicht genau, wann Irenäus dorthin ging. Er folgte wohl einer Reihe seiner Landsleute, die auf alten Handels- und Verkehrswegen damals im 2. Jahrhundert nach Christus als Kaufleute ausgewandert sind und sich in Lyon niedergelassen hatten, wo sich eine kleine christliche Gemeinde bildete. Botinus, so hieß der Bischof der Gemeinde, ein greiser Bischof, nahm Irenäus mit Freude auf und weihte ihn zum Priester. Im Jahr 177 brach plötzlich eine grausame Verfolgung über die Christen von Lyon herein. Bischof Botinus wurde festgenommen, viele Gemeindemitglieder gefoltert und misshandelt, 48 starben als Märtyrer. Irenäus war nicht darunter, er entging der Verfolgung und dem Tod, weil er gerade vom Bischof zum Papst nach Rom geschickt wurde, um in der Auseinandersetzung mit einer kleinasiatischen Irrlehre, dem sogenannten Montanistenstreit, Milde einzufordern. Er war sozusagen als Vermittler unterwegs und seine Vermittlung beim Papst hatte Erfolg. Er kehrte dann nach Lyon zurück und da war seine Gemeinde geschrumpft und der Bischof war im Gefängnis gestorben. Und Irenäus wurde Bischof von Lyon. Er gründete trotz der immer wieder aufflammenden Verfolgungen in ganz Frankreich eine neue Reihe von Christengemeinden. Im Jahr 190 machte er wieder eine zweite Reise nach Rom. Diesmal hat er Frieden gestiftet zwischen Papst Viktor und kleinasiatischen Bischöfen. Da ging es um einen Streit. Wann wird Ostern gefeiert? Eine Sache, die uns vielleicht heute nebensächlich erscheint, aber damals schon die westliche und die östliche Kirche zu zerreißen drohte. Papst Viktor, der Bischof von Rom, spielte mit dem Gedanken, alle die, die nicht an dem von ihm festgelegten Termin Ostern feiern wollen, zu exkommunizieren. Es wäre schon zu einer frühen Kirchenspaltung gekommen. Und Irenäus beim Papst warnt vor unnötiger Rechthaberei und Uniformismus. Er ersucht den Papst, nicht ganze Teile der Kirche auszuschließen, nur weil sie andere Bräuche hatten. Irenäus war der Meinung, unterschiedliche kirchliche Praxis dürfe es ruhig geben, sie könne toleriert werden, wenn es nicht Unterschiede in der Verkündigung gibt. Und auch diese Intervention hatte Erfolg. Es kam zu einer Versöhnung der streitenden Parteien. Irenäus hat ein Werk geschrieben, Adversus Hereses, gegen die Häresien, also gegen die Irrlehren. Immer wieder hat er sich eingesetzt für den Glauben, der überliefert war. So auch gegen die
sogenannten Gnostiker. Die wollten den christlichen Glauben in Erkenntnis auflösen. Und dagegen sagt Irenäus, es gibt den Grundsatz auch der Tradition. Zu glauben ist das, was in den katholischen Gemeinden unvermindert seit der Zeit der Apostel als christliche Lehre weitergegeben wird. Und so ist er einer der ersten Kirchenväter und er spricht auch von der Vorrangstellung des Bischofs von Rom, also der römischen Kirche. Erst 1904 ist ein Buch wiederentdeckt worden von Irenäus, in dem er die Wahrheit des Evangeliums begründet auf Texten des Alten Testamentes. Er wird genannt das Licht der abendländischen Kirche. Liebe Schwestern und Brüder, über die Grenzen seiner Diözese und seiner Zeit hinaus ist Irenäus berühmt durch die erste uns bekannte Gesamtdarstellung des christlichen Glaubensgutes. Man kann sagen, dass er der erste große Theologe der Kirche ist. Aber es ging ihm nicht in erster Linie um Wissenschaft, sondern um das Heil der Menschen. Das seelsorgliche Interesse und die gefährdete Einheit der Kirche standen bei ihm im Vordergrund. Er wird als Märtyrer verehrt. Es ist nicht ganz geklärt, wann und wo und wie er sein Leben abschloss. Irenäus, ein Bischof und Theologe, dem die Weitergabe des Glaubens und die Einheit der Kirche ein zentrales Anliegen war, der bereit war, um der Einheit willen Kompromisse zu schließen, nicht auszuschließen, sondern zu integrieren und Vielfalt in der Einheit zuzulassen. Ein Bischof, der aber auch Stellung bezog und Flagge zeigte, wo es um die Verkündigung des Glaubens und seine unverzichtbaren Inhalte ging. Somit ein Bischof auch als Vorbild für uns in unserer Zeit, in den Diskussionen, Verwerfungen, vielleicht auch drohenden Spaltungen. Von dem, was ihn ausmachte, erzählen auch dann die Lesungen, die die Kirche an seinem Gedenktag vorträgt. Aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus: Lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein, du weißt, dass sie nur zu Streit führen. Liebe Schwestern und Brüder, bedeutende Gestalten kann man nicht nachahmen, imitieren, aber sie können uns Wegweiser sein, Impulse geben und uns die Richtung zeigen für unser Suchen und Fragen, für unser Leben in Kirche und Welt, selbst wenn sie schon im zweiten Jahrhundert lebten. Amen.